Jo Leute, willkommen zurück zu Crash Bandicoot 4, it's about time. Wir befinden uns hier in der 11. Dimension, ich glaube im Level cool bleiben, und haben die Chance auf den versteckten Edelstein, auf den man aber nur eine einzige Chance hat, und ansonsten könnte man sich hier wieder in die Fluten stürzen. Das werde ich jetzt nicht beliebig oft machen. Ich denke, ich werde es jetzt noch einmal probieren und dann ist auch gut. So, jetzt hat es tatsächlich geklappt. Nice. So, da unten ist die Maske. Da werde ich dann wohl auch stehen können, hoffe ich. Jetzt wäre irgendwie nochmal ein Checkpoint nice. Obwohl die... Den Edelstein speichert er, aber die Kisten nicht, die ich da oben geholt habe. Die sind jetzt gerade mal weg. Das ist sehr ärgerlich. Mal gucken, ob wir nochmal da oben rumkommen. Das war nicht so gut gewesen. Na, dann probieren wir nochmal die Kisten da oben zu holen. So, wenn man es einmal geschafft hat, ist es auch gar nicht mehr so schwierig. Jetzt müssen wir nur hier nochmal heil drüber kommen. So, auch das ist uns endlich gelungen. Ach du Scheiße. Eine Kiste, aber leider kein Checkpoint. So, hier kommen drei Stück an. Oh Mann, ey. Jetzt kann ich schon wieder darauf. Es ist natürlich ohne Doppelsprünge deutlich schneller, aber es geht halt auch nicht immer ohne Doppelsprünge. So. Nein. Na, no, danke schön. So. Einen Doppelsprung kann man machen, den Rest sollte man sich auf jeden Fall verkneifen. Ich denke mal, das sieht hier bei diesen Stellen ähnlich aus. Ah gut, es ging auch so. Ah, eine Checkpoint-Kiste. Man hat mir eine Dummy-Checkpoint-Kiste gegeben. Dankeschön dafür, ohne Witz. Ey, ich springe auch jedes Mal vor diese Kante da oben vor. Das ist das Problem. Oh. What the fuck? Jetzt sind hier auch noch zerbrechliche Plattformen. Ich gehe mal wieder am Stock. Wie soll das gehen? So könnte es gehen, aber... Alter Falter. Das kann doch nicht so gedacht sein. 7 Kisten nicht bekommen. Eigentlich eine ganz gute Bilanz. Cool bleiben. Jo, verborgener. Und schau mal, die 3 Wumper-Edelsteine. Also, wenn ich hier den ersten Run durch bin und jeden Level mal gesehen habe, ich gehe davon aus, ich muss jeden Level noch mindestens 2-3 Mal spielen. Ohne Tode. Ach. Inverted sogar noch öfters. Ohne Tode, alle Kisten. Inverted, ohne Tode, alle Kisten. Also, ich gehe mal fast davon aus, dass ich jeden Level noch 4 Mal spielen muss. nee, falsche Richtung, Crash. Übertrieben. Was erwartet uns hier? Irgendwas mit einem Bären? Übertrieben. Und als Levelbildschirm gibt es ein Luftschiff. Was soll mir das sagen? Okay, hier gibt es auf jeden Fall Gift-Pipelines und Crash ist kalt. 0 von 227. Oh mein Gott, hier gibt es jede Menge Kisten. Und damit hätten wir die ersten 5. Juhu! Oh, euch kennen wir auch schon.
Ja, diese Perspektiven finde ich immer ein bisschen anstrengend. Was kommt hier an? Skifahrer oder wie? Bin ich hier im Skigebiet? Und vor allen Dingen, wo kommen die her? Na, ich hab's irgendwie geahnt, dass ich in diese Viecher reinrennen werde. Und wir sind wieder am Anfang. Juhu! Ach komm schon, Crash. Kannst du mal auf diese Kiste draufspringen? Danke. Ui. Ach so, die sind wahrscheinlich auf diesen beiden Plattformen da drauf, die Skifahrer. So, mit Doppelsprüngen kann man es dann doch ganz gut timen und verzögern, wie man es gerne hätte. Ah, weil ich links und rechts am Rand nach Kisten geguckt habe. Oh. Ach so, die kommen sogar beide einzeln nochmal runter. Dann brauche ich ja diese Nitro-Kiste da unten drunter überhaupt nicht. So, Skifahrer Nummer 1. Skifahrer Nummer 2 und 3. Kann man die eigentlich kaputt machen? Naja, egal. Es ist trotzdem irgendwie tricky von der Perspektive, durch diese beiden Britzelfiecher durchzukommen. Oh. Zack. Ja, und tschüss, ihr beiden. Also doch lieber die Doppelsprungmethode. Mit der geht es irgendwie dann doch noch am zuverlässigsten. So, jetzt hier einmal auf den Boden konzentrieren und nicht auf die Seiten. Die Sprünge sind nämlich weiter, als man denkt, ehrlich gesagt. So, erstmal abbremsen. Gut, drehende Plattform. Von einem rutschigen Dingens da abspringen, überhaupt kein Thema. Oh Gott. Nein. Komme ich da jetzt überhaupt gescheit hoch? Hätte ich so tief sinken lassen sollen? Ja, es geht. Gott sei Dank. Checkpoint, endlich. Ja komm, die beiden Kisten oder die drei Kisten hier machen wir schon mal kaputt, wenn wir hier sterben sollten. Müssen wir die nicht jedes Mal kaputt machen. Ach komm, Crash, ein bisschen mehr in die Mitte, genau. Da unten ist ein Auslöser mitten über dem Wasser. Oh, oh, muss das sein? Na gut. Das hilft einem wenigstens dabei, hier in Ruhe zu stehen und nicht irgendwie runterzusinken oder so. So, Kiste Nummer 1. Wow, es war viel zu weit weg. Und dann muss ich da nochmal runter. Achso, da kann ich mich natürlich weiter runtersinken lassen. Über diese komischen Wagen oder wie man es auch immer bezeichnen will. Oh, Crash, mach doch nicht so einen Kack, echt. Crash, da kack ich ab, wenn du so einen Kack machst. So. Ich muss gleich irgendwie auf eine dieser Plattformen kommen. Aber das wird ja wohl irgendwie drin sein, oder?
Die sind auch nochmal hier in der Mitte. Oh mein Gott. Wow. Ich weiß nicht, wie oft ich es in diesem Spiel schon gesagt habe, aber Leute, ich gehe am Stock. Doing. Jo, jetzt fände ich langsam mal einen Checkpoint toll. Erwähnte ich das schon? Ist die schon massiv, die Plattform? Ich glaube nicht, oder? Ich nehme mal diesen Checkpoint hier mit und teste das mal aus. Habe ich schon einen gelben Edelstein irgendwo erhalten? Nein. Ah, die sieht so massiv aus. Ohne Witz, man sieht da kaum, dass da was durchleuchtet. Naja. Das muss dann wohl so. Ihr seid echt mostly harmless. Auch das kann ich nicht anders sagen. Aber viele eurer Kollegen sind es dafür leider nicht. Uiuiui. Und endlich mal wieder eine Zeitlupenmaske. Also ich muss sagen, die und die Maske, die zwischen den Dimensionen umschaltet, Lani Lino oder wie sie auch immer heißt, die finde ich eigentlich am coolsten. Die mit dem dunklen Materiesprung, naja, die finde ich okay, aber die ist nicht so spaßig wie die anderen beiden Masken. Wo will ich eigentlich hin und warum? Achso, da, ich glaube... Oh nein, es drückt mich runter. Diese scheiß Eisplattformen drücken mich drunter, runter, wenn ich drunter springe. Das habe ich natürlich irgendwie nicht so richtig bedacht. So, hau ab, Jung. Du bist echt reine Zeitverschwendung. Wow, wow, wow. Irgendwie komisch gesprungen. Macht aber nichts. Ach, komm schon. Wenn ich da nicht hoch genug war oder, das, oder die Plattform nicht weit genug unten, dann weiß ich es auch nicht, ey. Ey! Ja klar, warum kommt hier denn auch schon so ein Ding runter? Und warum muss ich jeden Fehler irgendwie mindestens zweimal ausprobieren? Und auch das, warum muss ich das auch schon wieder so machen? So. Zack. So, können wir jetzt erstmal den einen da vorbeilassen. Danke. So. Ist das hier der reguläre Weg? Ist das hier der reguläre Weg? Weiß man's? Es ist auf jeden Fall eine Art Checkpoint hier gewesen. Ich glaube, das war der reguläre Weg hier. Ich dachte, ich hätte hier einen Secret-Weg gefunden. Dann war wohl rechts eher noch ein paar versteckte Kisten. Naja. Oh, das hat mir so gefehlt. Ja, das hat mir auch sehr gefehlt. Und immer noch die gleiche bescheuerte Animation. Ja, ich will im Moment gar nicht beschleunigen, ehrlich gesagt. Weil dann sowas passiert. Muss ich da beschleunigen? Also solange ich nicht beschleunigen muss, werde ich es definitiv erstmal lassen. Ach, guck mal, jetzt auch noch eine Bonusplattform, die ich nicht gesehen habe. Man, die sind aber auch teilweise echt am Bildschirmrand versteckt. Zeitlupenmaske, jiha.
Oh, man darf da nur einmal... Ja gut, klar, die Zeitlupe läuft irgendwann aus. Ach, mal gucken, wie lange wir für diese Bonus-Stage hier brauchen werden. Die können ja beliebig lange dauern, wie wir in der Vergangenheit schon gelernt haben. Vor allen Dingen, wenn ich so gut auf Kisten springen kann. So. Aber was machen wir mit diesen Kisten da unten? Die wurden hierdurch ausgelöst, oder? Ich muss nochmal gucken, wie man die eventuell kriegen kann. Aber gerade bin ich ein bisschen lost mal wieder. Ach so, eigentlich ganz easy, oder? Ich nehme jetzt zum Beispiel nur jede zweite mit und gehe genauso wieder zurück. Und dann muss ich noch da oben drauf. Ich hoffe, da komme ich jetzt gleich mit so einem Geducktsprung auf diesen oberen Schalter drauf. Ja. Und dann ist das null Problemo, würde ich sagen. Eine fehlt noch und das ist die grüne, die da hängt. Und dann haben wir es auch schon. Okay, das war jetzt nicht so schwierig, Gott sei Dank. Okay, wenn man aber einer dieser Bonus-Stages verpasst, dann verpasst man definitiv auch eine Menge Wumperfrüchte. Ja, super. Super Leistung, wie man an diesen vier Kisten vorbeifahren kann. So, muss ich hier springen? Nö, muss ich eigentlich gar nicht. Ach Gott, ey, wie viele Kisten ich hier verpasst habe. Es ist auch echt völlig egal. Ich brauche definitiv, wenn ich im Retro-Modus weiter spielen will, eine Stelle, wo ich Leben farmen kann. So, hier rutschen wir Gott sei Dank auch noch ein bisschen. Aber hier werde ich jenseits von Gut und Böse mal nicht alles haben. Warum kann ich hier nicht springen? Kann der Eisbär auf Eis nicht springen? Nee, er kann nicht springen, er kann nur... Oh, wow! Oh, wow! Okay, das wusste ich auch noch nicht, dass er auf Eis nicht springen kann. Hier wäre die Videokassette gewesen, wenn ich die Bedingungen dafür erfüllt hätte. Was ich natürlich auch mal wieder nicht habe. Ich vermute mal, da kann ich einfach drüber reiten, oder? Weil das sah so aus, als würde mich das automatisch springen lassen. Aber selbst Cortex ist nicht so mega schnell hier unterwegs. So, ich probiere es jetzt hier mal ohne Sprung. Oh, mein Controller ist fast leer. Ja, ohne Sprung ist deutlich besser. Und er haut nach oben ab. Okay. Naja, gut, wenn man nicht... Oh, fuck, ey, so kurz vom Ziel gestorben. Bin gar nicht gestorben. Wie praktisch. Ich hab's geschafft. Okay, da ist ein Teil der klassischen Musik im Hintergrund. Sehr nice. Und jetzt steigen wir aufs Luftschiff von Dr. Neocortex. Und da hat, ich weiß nicht, zumindest im zweiten oder dritten Teil, vielleicht auch im ersten. Ne, im ersten war er auch schon auf dem Luftschiff, ne? Da hat der Endkampf auf dem Luftschiff drauf, stattgefunden. Im zweiten und dritten Teil weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Brückenbau, übertrieben. Ein Torna-Level mal wieder.
Ich überlege gerade echt, wo man im zweiten und dritten Teil Dr. Neo Cortex bekämpft hat. War es auch auf seinem Luftschiff? Nee, einmal war es, glaube ich, auf. Genau, einmal war er fliegend im Weltall. Und das andere weiß ich gar nicht so genau, aber definitiv. Im ersten Teil haben wir ihn auf dem Luftschiff bekämpft. Ich muss meine Jacke im Bermuda-Viereck verloren haben. Bermuda-Viereck. Hinfort mit dir. So, wie war das? Doppelsprung konnte sie, aber sie konnte kein. Guck mal, da rechts steht auch noch eine Kiste. Ach so, die steht aber jetzt auch nur für sie hier. Habe ich jetzt noch eine Chance dran zu kommen? Wahrscheinlich eher. Ach so, doch, wir können noch mal hier hinspringen. Zack, weg mit der Kiste. Naja, schade. Okay, wir haben sie erwischt. Eigentlich wollte ich gerne eine TNT-Kiste erwischen. So, haben wir. Oh je. Wie soll man in diese Kiste denn da rankommen schon wieder? Ach, guck mal, hier ist sogar noch eine Kiste drauf. Die war irgendwie schon weg, als wir vorhin hier waren oder gerade hier waren. So, Kistenstapel. Ach, guck mal, man kriegt die von hier sogar, ey. Manchmal müsste echt dieses Symbol, dass man da dran schießen kann, ein bisschen flexibler sein, was die Anzeige angeht. Hinfort mit dir, mein Freund. Ich wollte gerade sagen, es sieht nicht so aus, als wenn ich da unten rein könnte. Oh Gott, jetzt haben wir auch noch britzelnde Wandsprungflächen. Ernsthaft? What? Okay, also das nächste Mal warte ich gar nicht, bis ich da dran gehe, sondern gehe direkt dran und springe rüber und hoffe, dass in der Zeit die andere aufhört zu britzeln. Ja, er schießt diese Kiste ganz gerne ab. Aber man kommt auch so dran. Bums. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit diesen Kisten. Einmal rüber. Zack. Und dann sind wir wieder hier. Okay, es ist tatsächlich ordentlich verzögert. Dann haut das hin vom Timing. Brandwelt mit Säule. Sand. Aus der kommen wir doch bereits. Links. No. So, weg mit diesen Kisten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber Checkpoint, immerhin das. Und es ist auch noch eine Britzelwand, an die man sich da ranziehen muss. Natürlich muss es eine Britzelwand sein. Kick und weg. Null Problemo bis hierhin. Aber das hier macht mir doch etwas Sorgen, dass ich mich da hinten an die Wand dran ziehen muss. Na ja, gut, wenigstens treffe ich die Viecher nicht unbedingt. Aber die Wand, die britzelt auch gar nicht, oder? Nein, die Wand britzelt gar nicht, nur das da links britzelt. Sehr gut. Das sind ja auch diese Wagen hier.
dann weichen wir halt so die Explosionen aus. Das sind ja auch diese Wagen, die hier rumbritzeln. Ach du Scheiße. Spannend vom Timing, sag ich mal. Sehr spannend vom Timing. Wow, das war knapp gewesen. Boah, ey. Wie instant das auf einmal da ist, ey. Zwischen Visualisierung und Auslösen des eigentlichen Effekts ist echt null Delay. Unfassbar. Oh, ist aber mehr Glück als Verstand. Ich gebe es zu. Ach komm, bitte gib mir die Akku-Akku-Maske. Och, ja. Ey, ohne Witz. Was willst du da noch machen, wenn da jetzt noch Viecher zwischenher fliegen? Ich sehe den Game Overscreen gerade auf mich zukommen. So, das hier geht noch, wenn man weiß, wie, sagte er und sprang ins Wasser. Was? Warum? Warum habe ich jetzt meine Maske verloren? So, dann probieren wir es nochmal. So, wenigstens eine Checkpoint-Kiste hier. Danke, Spiel. Aber hier oben wird es doch jetzt definitiv hart. Mal weiter reingesprungen in die Funken. Ja, okay, das sollte mir natürlich hier an unterster Stelle nicht passieren. Passiert eigentlich irgendwas, wenn ich in diesem lila Licht drin bin, ne? Okay, das ist wirklich nur Deko. Nein, jetzt wäre ein ungünstiger Zeitpunkt. Jetzt habe ich es wahrscheinlich vom Timing irgendwie super ungünstig gerade, oder? Wird das nochmal besser? Nicht so richtig, habe ich gerade den Eindruck. Okay, wenn ich bis hierhin mit Akku-Akku komme, habe ich es eigentlich geschafft. Aber gerade war das Timing echt seltsam. Es bleibt auch so seltsam. Aber gut, er britzelt auch relativ lange nicht hier unten, muss man sagen. Ah ne, so ist es dann, glaube ich, doch gedacht. Oh, sogar ohne Akku-Akku-Unterstützung geschafft bis hierhin. Was ist das denn? Ach so, das sind diese Wände, die sie da hochschafft. Und jetzt geht's dann Richtung Crash weiter. Ja, danke, Torna. Genau, da waren wir nämlich so verwundert, dass diese Dinger hier angekommen sind. Gut, dann gucken wir mal, ob wir nochmal bis zum Bären eben kommen. Natürlich, kein Thema. Und ein Checkpoint. Ach komm schon, man sieht es auch nicht richtig. Oh, Dr. Neocortex. Und die Bonus-Stage nochmal. Mal gucken, ob die auch an Schwierigkeit dazu gewonnen hat. Es sieht so aus. Gut, ich würde sagen, die schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.